Und ich glaube, wir machen auch gar nicht mal so einen schlechten Job. Es ist zwar jetzt immer schwerer, die Kurve zu kriegen. Wir brauchen nicht allzu viel, wir brauchen nur ein paar Lebensmittel. Und das war's dann auch schon wieder. So ein paar Tomaten, Bananen. Jo Leute, was geht? Heute gibt's auf jeden Fall wieder ein weiteres Video von der normalen Person in GTA 5. Und zwar spielen wir heute nicht nur als normale Person, sondern als normale Familie. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, wie wir diese Person nennen sollen. Und die meisten haben geschrieben, er sieht einfach aus wie Sheldon Cooper. Deswegen nennen wir ihn heute einfach mal Sheldon und zusammen sind wir mit der Familie Cooper hier am Start. Wir haben zum Beispiel hier unsere Frau, unsere Freundin. Wir nennen sie einfach mal jetzt Sabine. Keine Ahnung, wahrscheinlich wegen dem Sturm Sabine. Dann haben wir auch Ellie. Kennt ihr vielleicht auch aus dem Spiel The Last of Us 2. Sie hat eine harte Zeit durchgemacht, deswegen haben wir sie adoptiert. Und wir haben hier noch einen Jungen und den Namen weiß ich jetzt nicht. Und du bist ein bisschen frech, kleiner Bengel, ne? Füße weg von der Couch, würde ich sagen. Füße weg von der Couch, ne? Der Plan ist nämlich, dass wir die Kinder als allererstes zur Schule bringen. Denn wir haben jetzt aktuell, wir haben 7.04 Uhr. Dann bringen wir unsere Frau noch zum Shoppen und gehen selbst arbeiten. Und später machen wir noch ein paar andere Sachen, Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt das Video. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst uns auf jeden Fall in diesem Video wieder 7000 Likes schaffen. Und Freunde, uns fehlen nur noch 3000 Abonnenten zu den 700.000 Abonnenten. Also wenn du noch nicht abonniert hast, dann lass jetzt einfach ein Abo da, Leute. Wir sind so kurz vor 700.000. Lasst uns das Ziel auf jeden Fall schaffen. Ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Aber ganz kurz, Freunde, bevor wir mit dem Video starten. Ich habe nämlich vor einiger Zeit einen Stuhl von Backforce erhalten. Und zwar den sogenannten Backforce One. Dieser Stuhl, den ihr hier sehen könnt, Leute, ist übrigens auch made in Germany. Damit könnt ihr erwarten, dass ihr die bestmögliche Qualität bekommt. Er besitzt auch ziemlich coole Features, die andere Stühle zum Beispiel nicht haben. Darunter enthalten sind unter anderem die Patches, die ihr auch ab und wieder drauf machen könnt. Und ihr könnt die Texte auf den Patches auch individualisieren, dass ihr zum Beispiel auch euren Gamertag einfach drauf machen könnt oder einfach euren Namen. Außerdem besitzt der Stuhl auch eine LED-Brosche, die ihr aktivieren könnt beim Drauftippen, was sehr cool ist. Vor allem, wenn man ein Gamingzimmer hat, wo sehr viele LEDs oder RGBs leuchten, ist es sehr cool, wenn man auch den Stuhl zum Leuchten bringen kann. Und der Stuhl bietet einen komfortablen Dual-Core-Sitz. Das bedeutet, dass die Innenflächen etwas weicher sind, Freunde, und die Außenflächen etwas härter sind für maximalen Grip, dass ihr perfekt drin sitzt. Der Stuhl ist höhenverstellbar, ihr könnt die Lehne kippen und ihr könnt sogar die Armlehne nach hinten machen, falls ihr gerade keine Armlehne braucht. Und ich muss sagen, der Stuhl ist wirklich bequem zu sitzen, deswegen gönnt euch gerne, Leute, den Backforce-Stuhl. Danke auf jeden Fall auch an Backforce für den Stuhl und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. So, ich würde sagen, Familie Cooper, seid ihr alle versammelt? Alles klar, so. Du willst auf jeden Fall mitkommen, wir bringen jetzt die Kinder mit. So, Kinder, aufstehen, komm. Wir müssen jetzt los. Ich will hier keine Widerrede hören. Keine Widerrede. Wir müssen auf jeden Fall los. So, alle mal einsteigen, Leute. So, wir haben uns auch einen neuen Wagen zugelegt, Leute. Und zwar den Benefactor Schafter V12. Denn der andere Wagen war leider nur ein Zweitürer. Aber vorne sitzt unser Junge. Ich weiß nicht, wie ich den nennen soll. Ich nenne dich einfach Ben. Ellie ist am Start. Und natürlich auch Sabine. Genau, Sabine. Du warst es, ne? So, jetzt geht's auf jeden Fall ganz schnell zur Schule. Wir haben nicht viel Zeit, Leute. Es ist schon 18.27 Uhr. Die Kinder müssen eigentlich um 9 Uhr morgens in der Schule sein, müssen es auf jeden Fall beeilen, dass wir das hinschaffen. Das ist nämlich quasi durch halb Los Santos müssen wir fahren. So, liebe Kinder im Auto, nicht nachmachen, wenn ihr den Führerschein habt. Fahrt bloß nicht so schnell wie ich. Das ist nur eine Ausnahme, weil ich gerade so spät dran bin. Ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Oh mein Gott, haben wir es doch pünktlich geschafft? Okay, 9.03 Uhr ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, Kinder, wir sind da. Alles aussteigen. Okay, habt ihr alle eure Rucksäcke dabei? Schultaschen dabei? So, du hast deine Schultasche. Ellie, hast du deine Schultasche auch dabei? Okay, so, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Schule. Nee, komm mir nicht nach. Geht in die Schule jetzt rein. Und dann sehen wir uns um 16 Uhr sehen wir uns dann wieder. Viel Spaß. Okay, die stehen schon davor. Die müssen reingehen, ne? Man muss sie motivieren, da hinzugehen. Ich weiß, die beiden haben nicht so wirklich Lust auf Schule jetzt. Aber muss man auf jeden Fall machen. So, die Frau Sabine, würde ich jetzt sagen, fahren wir doch jetzt ganz schnell mal zum Shopping. Ich weiß, darauf hast du jetzt Lust. Deswegen, wie gesagt, Leute, das ist hier eine Daily-Routine. Jeden Tag macht Sheldon Cooper das. Und der muss das immer durchziehen. Strikt den Zeitplan einhalten, man kennt ihn. Und hier in der Nähe ist dann auch schon die Einkaufsmeile, wo dann Sabine einkaufen kann. Und dann geht's auch schon direkt zur Arbeit. Wir müssen uns dazu auf jeden Fall beeilen. Denn, Leute, wir haben nämlich einen neuen Job und zwar arbeiten wir nämlich als Landwirt in GTA 5. Wir kaufen uns dazu einfach ein Grundstück und werden dann quasi, wie sagt man das, die Samen sehen und dann später auch unsere Ernte erhalten, was eine ziemlich coole Sache ist. So, und jetzt sind wir auch schon angekommen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir Sabine hier raus. Sabine, du kannst jetzt hier bleiben, geh ein bisschen shopping. Ja, alles klar. Die hat auf jeden Fall schon Bock. Alles klar. Tschüss, Sabine. Wir sehen uns dann später wieder zu Hause. So, und jetzt würde ich sagen, Leute,
Leute, geht es zu unserem neuen Job. Der ist nämlich hier im Alarmmuseum. Und zwar seht ihr, hier sind ziemlich viele neue Symbole. Das ist nämlich unser neuer Job. Da müssen wir uns jetzt beeilen, möglichst schnell dahin zu kommen, denn wir sind schon ein bisschen spät dran. So, wir sind angekommen, Freunde. Und das ist also das Land, das wir uns kaufen werden. Richtig nice. Okay, wie viel kostet das Grundstück? $150.000. Zum Glück haben wir ein bisschen was angespart mit unseren Kollegen. So, jetzt kaufen wir uns das Feld und jetzt haben wir folgende Möglichkeiten, Leute. Das ist richtig nice. Und zwar ist es jetzt sozusagen wie ein Landwirtschaftssimulator. Wir haben jetzt einen Traktor, einen Rake-Trailer und einen Grain-Trailer. Also mit diesem Ding tun wir die Samen quasi rein in den Boden. Und mit dem Ding sammeln wir quasi auf, was wir am Ende ernten und verkaufen die Ware dann hier hinten an der Scheune, da ganz hinten. Und bevor wir anfangen, müssen wir erstmal zu diesem roten Punkt. Und ihr seht natürlich auch schon die ganzen weißen Punkte hier. Das sind die Punkte, wo wir einfach drüber fahren müssen. So, wir tun mal auf ein Tutorial. Ich bin mal gespannt. Attach the rake trailer to your tractor and run over. Okay, when the grain ripe, bla bla bla. Okay, alles klar. So, das bedeutet also, wir müssen jetzt das Ding anhängen an diesen Ding. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Keine Ahnung, ich bin kein Landwirt. Ich weiß es wirklich nicht. So, wir haben jetzt Canola-Zeug. Das klingt fast wie Corona. Auf jeden Fall müssen wir jetzt drüber fahren. Und funktioniert? Jawohl, es funktioniert. Jetzt müssen wir versuchen. Ey, Freunde, ohne Witz, das weckt in mir Flashbacks. Wisst ihr warum? Und zwar habe ich damals in GTA San Andreas damals die Multiplayer-Server gespielt und da gab es auch diesen Job, wo man als Bauer gespielt hat und immer über die Sachen drüber gefahren ist, um quasi zu ernten. Und das fand ich halt richtig nice damals, weil das war so irgendwie der Job Nummer 1, den jeder in GTA Online, in GTA San Andreas Online gemacht hat. Falls ihr damals San Andreas Multiplayer gespielt habt auf verschiedenen Servern, schreibt es in die Kommentare. Ey, das war echt eine legendäre Zeit damals. Und ich glaube, wir machen auch gar nicht mal so einen schlechten Job. Es ist zwar jetzt immer schwerer, die Kurve zu kriegen, aber ich würde sagen, das machen wir gar nicht mal so schlecht. So, hier ist noch was übrig. Bloß nicht diesen, ich nenne ihn einfach mal Kescher. Bloß nicht diesen Kescher kaputt machen. Kann man zwei Seiten auf einmal machen? Geht das? Nee, geht nicht. Oh mein Gott, das, oh nee, das ging ganz schön schief. Das ging aber ganz schön schief. Und Freunde, ganz, ganz wichtig, ich habe nämlich mit meinem Partner Loot4Games auch eine Gewinnspielaktion, wo ihr über 15 mal Money Boost für GTA 5 erhalten könnt und auch einen 100€ Loot4Games Gutschein. Folgt mir Leute dazu auf Instagram und folgt auch Loot4Games dazu auf Instagram und liked unsere beiden Posts und markiert am besten drei Freunde. Dann habt ihr automatisch daran teilgenommen und auf der Webseite von Loot4Games wird das Ganze dann ausgelost. Leute, nicht vergessen da mitzumachen. Ist auf jeden Fall eine ziemlich nice Sache mit meinem Sponsor Loot4Games. Und falls ihr auch generell Money Boost oder auch einen Fortnite Skin haben wollt, dann checkt Leute jetzt unbedingt Loot4Games aus dem Link in der Beschreibung raus. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ey, stellt euch mal vor, so eine Mission, so ein Business würdet ihr in GTA Online aufziehen, wo ihr quasi einfach als Landwirt arbeitet. Fände ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Wir haben jetzt alles aufgefüllt. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, Freunde. Wir haben schon 13.50 Uhr, also ist schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit. Und hier verkaufen wir dann die Ware. Hier müssen wir dann hineinfahren und die Ware ganz einfach verkaufen. Ist, glaube ich, ein easy Job. Oh, wann wächst denn endlich was? Hey, ich glaube, kleine Pflanzen wachsen daraus. Jawohl, es wachsen kleine Pflanzen daraus. Nice, unsere Arbeit zahlt sich langsam hier aus. Ich sehe schon langsam, da kommen so Mini-Pflanzen raus. Richtig nice, Freunde. Auch übelst realistisch. Okay, es ist vielleicht nicht realistisch, dass es am selben Tag wächst. Ich weiß, Leute. Aber wenn wir Dinge beschleunigen, dann finde ich, krass. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir warten noch ein bisschen ab, Freunde, bis das Ganze gewachsen ist. Dauert vielleicht noch eine Stunde. Und dann können wir auf jeden Fall schon loslegen. Oh mein Gott, Freunde. Ich würde sagen, die Ernte ist bereit soweit. Ne? Kann man jetzt machen. Deswegen steigen wir jetzt schnell in unseren Traktor ein und sammeln die Ware auf und verkaufen sie dann. Das ist das Allerwichtigste. Ich weiß, ich habe jetzt meinen Traktor echt ungünstig platziert. Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht in diesen Graben hinein. Oh mein Gott, wie habe ich den denn so platziert? Oh nein, ich mache meine Ware kaputt. Alles klar, okay. So, einmal hier dran koppeln. Und jetzt auffüllen, Freunde. Ich hoffe mal, dass wir das irgendwie schaffen. So, und jetzt sammeln wir auf. Und 6% ist schon voll. Nice. Jetzt sammeln wir aber ganz ordentlich ein hier. Was ist das überhaupt für eine Ware? Ich habe gehört, das ist Carona. Ist harte Arbeit hier als Landwirt. Aber wirklich, Leute, Respekt an jeden Landwirt, der das hier wirklich durchzieht. Vor allem auch immer mit dem Risiko, wenn das Wetter nicht mitspielt, dass einfach die Ernte ausfallen kann.
Also wirklich Respekt an alle Landwirte an der Stelle. Wirklich krasser, harter Job, den die einfach durchziehen müssen. Das ist eine Riesenverantwortung. So, ach so, jetzt können wir nichts mehr aufsammeln. Okay, das heißt, Leute, die restlichen Sachen müssen wir gleich aufsammeln. Wir haben nämlich schon 100% voll. Die hätten es aber noch ein bisschen realistischer machen können, wenn man auf diesem Anhänger auch wirklich was sehen kann. Aber jetzt geht's ans Verkaufen ran, Leute. Und ich glaube, wir mussten am Anfang noch gar nicht die Vorräte auffüllen, weil die ersten Vorräte waren kostenlos. So, und der Zaun, jedes Mal nice, einen Zaun zu zerstören. Okay, so, jetzt verkaufen wir. $44.000, ey, Leute. Was will man mehr? Ich habe 150.000 fürs Feld bezahlt. Die erste Hälfte der Ernte ist verkauft. Jetzt geht's an die zweite Hälfte ran. Ich muss sagen, das bockt wirklich. Das macht wirklich Spaß, so weißt du, einfach zu sehen, ey, das habe ich mir jetzt gerade erarbeitet. Da habe ich drauf, jetzt würde ich sagen, ein bisschen gehustelt. Und jetzt wird einfach, jetzt werden meine Babys hier verkauft. Wir sind gleich schon wieder voll. Ja. Komm. Passt alles drauf? Ja, das sollte passen. Okay, okay, Leute. Feld ist leer. Ab zum Verkauf. Okay, wie viel Geld kriegen wir jetzt für diese Ladung? Nochmal 41.300. Also am Ende muss man sagen, hat sich das Ganze doch schon mal gelohnt. Deswegen, jetzt sind wir, glaube ich, fertig mit der Arbeit, Freunde. Fertig mit der Arbeit, Leute. Wir haben jetzt 15.36 Uhr. Jetzt müssen wir aber ganz schnell nach Hause die Kinder von der Schule abholen, dass wir es schaffen. So, da bin ich auf jeden Fall. So, war die Schule in Ordnung? Hat es euch denn gefallen? Nee? Naja, immerhin habt ihr es hinter euch. Heute ist es jetzt Wochenende und ich habe eine Überraschung vorbereitet und zwar, wir müssen erstmal kurz einkaufen fahren. Steigt mal mit ein. So, ich habe uns nämlich eine kleine Überraschung vorbereitet und zwar, so, Ellie steigt jetzt auch ein. So, und zwar gehen wir jetzt erstmal einkaufen und dann gehen wir nämlich zu einem besonderen Ort essen. Leute, und in diesem Ort, da waren wir persönlich schon lange nicht mehr, schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr essen und zwar Burger Shot. Denn diese Mod, die ich jetzt installiert habe, Leute, macht Burger Shot quasi genauso realistisch, wie es damals zu GTA 4 Zeiten ist. Das einfach reingehen kann, einfach essen kann. Und was mache ich da? Warum fahre ich wie der letzte Typ, der keinen Führerschein verdient hat? Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. Ey, ich sag's euch, wenn ihr Führerschein macht, bloß nicht nachmachen, okay? Okay, unsere Frau ist dann immer noch auf der Arbeit, beziehungsweise sie ist shoppen und trifft sich dann noch mit Freundinnen. Also sind wir erst einmal für uns zu dritt alleine gestellt. Oh mein Gott, Freunde, wir sind jetzt im Megamall angekommen und da erstmal einen kurzen Parkplatz suchen. So, ich würde sagen, das ist doch gar nicht mal so ein schlechter Parkplatz. Okay, Ellie und, ich habe deinen Namen wieder vergessen. Ist ja lustig, dass ich den Namen des eigenen Sohnes vergesse. Alles klar. Was bin ich für ein Vater, der seinen Namen nicht merkt? So, ich gehe jetzt hier rein. Wir gehen kurz ein bisschen einkaufen. Ich hoffe, ihr kommt mit rein. So, hier sind wir drinnen angekommen. Wir brauchen nicht allzu viel. Wir brauchen nur ein paar Lebensmittel. Und das war's dann auch schon wieder. So ein paar Tomaten, Bananen. Tomaten? Das sind Orangen. Ein paar Cornflakes. Was wollt ihr für Cornflakes haben? Hey, okay, die wollen offensichtlich nicht mit rauskommen. So ein bisschen Toast gönnen, Chicken, Thunfisch. Alles, was man hier so braucht. Und natürlich auch ein paar Getränke. Sagen, sowas kann man sich auf jeden Fall gönnen. So, Kinder, seid ihr noch da? Okay, wir haben einfach nur draußen gewartet. Wo ist Ellie? Hey, Bill oder Tom, wo ist Ellie? Hast du die gesehen? Ellie, hallo? Ellie, wo bist du? Ah, da bist du. Wo warst du denn? Okay, ich hab dich schon fast gesucht, ne? Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, Einkäufe sind erledigt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach rein. Und jetzt kommt die große Überraschung. Und zwar gehen wir jetzt nämlich zu Burger Shot. Aber sagt eurer Mutter davon nichts. Bloß nicht. Vor allem du, Ellie. Du musst auch auf deine Figur achten, ne? Ganz wichtig, dass du, ne, du weißt schon, dass du beim Sport immer aktiv mitarbeiten musst. Okay, jetzt sind wir auch schon angekommen. 18.22 Uhr haben wir und hier sind wir angekommen im Burger Shot. So, jetzt gönnen wir uns mal ein bisschen was zu essen. Sagt eurer Mutter auf gar keinen Fall, dass wir hier gegessen haben. Wir waren einfach nur normal einkaufen, okay? Bitte nicht sagen, sonst bringt sie mich um. Kann ich euch vertrauen? Seid ihr Ehrenkinder? Seid ihr Ehrenkinder oder was? Tom, Bill, wie auch immer du heißt. So, jetzt gehen wir aber rein hier in den Burger Shot, Freunde. Kommt ihr mit rein oder seid ihr zu schüchtern? Ich glaube, die sind zu schüchtern, ne? Die wollen mich schon auspetzen, so. Ja, egal, dann nehme ich was mit den Kindern mit. Alles klar, hallo. Ich hätte gerne einmal das Torpedo-Meal für mich und zweimal dann für die Kinder. Zweimal dann für die Kinder, okay. So, dann nehmen wir das mit. Können wir uns irgendwo hinsetzen? Kinder wollen nicht reinkommen. Na gut. So, dann esse ich das eben für mich alleine. Können die Kinder das eben im Auto essen. Richtig nice, Leute. Wir essen uns hier einfach im Burger Shot das Essen auf. Ah, jetzt seid ihr da. Ey, jetzt seht ihr, dass ich ja gerade am Essen bin. Okay, so, dann für euch nehmen wir hier noch was mit. So, dann zweimal noch das Blitermehl, bitte. Okay, her damit. Dankeschön. So, das für euch, Kinder. Hier, nehmt den Burger und isst ihn. Ach, das war doch ganz schön lecker, muss man sagen. So, Kinder, hat's euch denn geschmeckt? War doch super, ne? Das Essen war top, muss man sagen. Ey, jetzt steigt ein und Tom oder Bill,
Vergiss nicht, die Tür immer zuzumachen. Oder warst du das, Elli? Naja, jetzt geht's auf jeden Fall nach... Oh, ey, Tom, wir haben keine Tür mehr. Elli, warst du das? Nächstes Mal gibt's Strafe. Ich glaub's nicht. Jetzt muss ich eine neue Tür an mein Auto packen. Hey, das ist ja richtig bescheuert. Wie haben wir die denn verloren? Ich hab's ja gar nicht mitbekommen, wie wir die Tür verloren haben in unserem Auto. So, Freunde, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zu Hause. War auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Tag zusammen mit der Familie Cooper. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Freunde. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren, Leute. Wie gesagt, 3000 Abos fehlen uns noch zu den 700.000. Lasst uns das Ziel schaffen diese Woche. Ich würde aber sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Falls ihr eine weitere Episode haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Idyzock ist raus. Haut rein, Freunde. Ciao.